Mit dem Stim ist, weiß ich nicht, so. Und das Doofe ist, weil ich keine Medivacs habe, werden die auch nicht mehr hochgeheilt. Dinge. Du kannst aber auch Tordrops spielen, ne? Und mit den Medivacs. Dann lohnen sich die Medivacs auch. Weil ich ja den F2-Move benutze. Und dann scheiße, Kannst du Medivacs habe ich nämlich am Anfang mal Wo ist gebaut, denn aber weil hier die ja so dann wieder Was ist RAM? das denn für eine Map schon wieder? Ja, Hier ist ihr eine rammt. Ram. Ihr wollt. Ihr Ihr rammt. rammt. Ich weiß nicht, wo die Ist sie Ram auch ist. offen? Ja, ist an beiden Seiten ist übrigens offen. Also, mit einer Gut, schönen ich wollte Wall. einfach nicht. Hat gerade auch Schwierig. funktioniert. Sag, was bist du? Protoss. Protoss. Okay. Ich glaube, ich mach mal so ein Okay, da ist bisschen. Ich spiele Ja, zumindest alles mal gleich. zwei Reaper. Ich spiele keinen Ja, Mars aber Reaper, aber Warren ist Double Rex. überbewertet. Haben wir ja vorhin gesehen bei Gjormun in der Folge. Die Ja, letzte wir müssen Folge jetzt von nicht rollen, ist Gjormun. egal. Aber die Gebäude, die wir sowieso bauen müssen, können wir auch hier hinbauen. Von daher. Bis jetzt sollte nur Ist das schon keiner. dicht bei dir rechts oben? Ich glaube, ich habe einen zu weit links gebaut, aber ich war mir nicht sicher, ob das sonst dicht ist. Könnte aber dicht sein. Ah. Manchmal sind Walls komisch. So eine 2 gegen Das 2 Map, stimmt. nicht Zarok? Ja, Da weiß man nie, ob jetzt irgendwie das sieht das überhaupt nicht dicht aus, aber laut widerspricht Spiel ist jeglicher das dicht. Logik, dass das dicht ist, aber es ist trotzdem dicht. Ich habe das Ich Gefühl, spiele mal im Tumor 4 gegen 4 auszubekommen. Modus und mache den Cybercore vor Expansion, weil das hat sich bisher immer als Ja, das ist gut. tatsächlich. Ich spiele auch immer anders im 4 gegen 4. Hey, du hast noch einen Waypoint-Fail, glaube ich. Ah, nee, du hast das Depot fertig gebaut. Depot Deshalb heißt steht das. er noch da. Ja. Ich dachte kurzzeitig, ich habe mich eingebaut. Oh, das sind ja überall hier so Rocks. Ja, musst du die vorne hier nehmen. Hier kannst du aber hier nehmen. Das wollte ich gerade fahren. Das wollte ich fahren! Was? Was willst du denn? Sind uns die Marines auf die gegangen? Ich kann kein Berlinerisch. Müssen wir hier Nation machen lassen. Bitte. Ja, aber nur wenn du Ditte sagst, heißt das ja noch lange nicht, dass es richtig Berlinerisch ist. Ein Wort. Ich kann auch sagen, Ole zu will viel trocken, eh ne. Das kauft mir trotzdem keiner ab, dass ich Bayer bin. Völlig zu Recht. Das stimmt, vor allem wenn du mit Bayern redest und dich dann nicht verstehst, wie in einer sogenannten Fernbusfahrt. Nee, ich hab's ja verstanden, aber ich musste mich ernsthaft anstrengen. So ist das halt bei Das war, für Dialekten. den Hendrix war das die sogenannte Fernbusfahrt vom Hell. Wenn du übrigens bei The Voice auftrittst und im Vorgespräch untertitelt werden musst, dann weißt du, du sprichst kein gutes Hochdeutsch. Wollte ich nochmal anmerken. Also spreche ich dann so wie 80% der Ja, du Bevölkerung sprichst ja heutzutage. Hochdeutsch. Jetzt schon keine Versorgung mehr. Ach, dann ist kein Loch in der Mitte! LOL! Du sagst zwar manchmal Heuer und sowas, aber ansonsten sprichst du ja Ja! Hochdeutsch. Und irgendwie ein komisches Ne? Am Ach, Ende? das ist. Und Da kann man ja, drüber laufen. ja! Ich dachte, Ich das hab wäre die ganze unpassierbar. Zeit schön außenrum gebaut! Ich dachte auch. Hä? Die sind übrigens gut, die Gegner. Oder zumindest nicht so Warum? schlecht wie die wir gerade jeweils hatten. Warum? Das habe ich schon festgestellt. Warum? Weil wir wahrscheinlich ein besseres MMR gekriegt haben inzwischen. Aber die haben Ja, irgendwie Gjormun. alles. Gjormun ist nicht mehr. Nein, Quatsch! Immer dieser Zarok, der Mitspieler disst. Würde ich ja nie machen, sowas. Jawohl! Ich hab. Schön, dass du da was gebaut hast. Da konnte ich meinen WWF mal reinholen. Jawohl! Ja! Dann ist die Uhr wieder Muss nicht nicht dicht. mehr Du hättest dein Depot doch draußen einfach spielen. runterbauen können. Jawohl! Nee, das habe ich versucht. Da kannst du nicht durchlaufen. Nee! Sag doch was. Das war Ich bin doch wirklich ein guter komplett Teamspieler. Ich lass dich unumgebaut. doch rein. Ja, aber ich wollte damit nicht auf den Sack gehen. So, ich baue dann mal Nie, dieses lass Loch dich in der doch Mitte niemals auf langsam den Sack, zu, ne? Mano. Es sei denn, du Weil fährst ihr wieder ja auch meilenweit zwischendurch. vorne in Formel 1. Boah, dieses Feld in der Mitte macht mich Das wird wahnsinnig. diese. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Oracle. Shit, ich hab nur Reaper. Hat jemand was gegen Oracle? Du hast Das Adepten. ist jetzt nicht so geil, ein Oracle. Ich hab leider auch nichts. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich hab nicht mehr genug, um eine Widowmine zu bauen. Uns fehlen Mineralien. Erweiterung geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Immerhin ist er jetzt leer. Wenigstens kein asozialer Oracle-Spieler, dessen Oracle dann 80 Millionen Energie hat. Wir brauchen mehr Ja, also diese Partie werden wir vermutlich verlieren, Dafür kann ich schon brauchen mal wir mehr sagen. Mineralien. Gib mir mal so schnell auf! Ich spiele auch Ja, echt nicht können wir gut. eigentlich rausgehen, ne? Wir haben ja gerade im Spiel mit Gjormun gesehen, dass Nergorix weiß, was passiert. Genau.
Ich habe auch bei Dystopia gegen Medrath nochmal gespielt. Gegen alle. Nee, der hat auch doch gewonnen, der andere. Wer war das denn nochmal? Nex hat gewonnen. Oder nee, meinst du den Haufen? Nix, nee, Haufen war das nicht. Auf doch, you are Nex not. War das, glaube ich, ne? Nee, Nex war, das, war die andere Partie, das war die Skandalpartie. Was war denn die schwere Ausnahmefehlerpartie? Haufen gegen. Nee, das Dystopia. War nicht Haufen. Ich aber Dystopia war das. Dystopia war das. Jetzt sind Phoenix ist auch noch da. Oh, ich hat leider die Widowmine gelüftet. Ich war leider noch gerade nicht da, die Widowmine. Ich hätte nicht einen Engineering mehr gemacht. Was war das mit Nation? Ich ein paar Marines dahin. Ich würde zwar wahrscheinlich auch einfach lüften, aber gut. Ja, aber irgendwann hat er keine Lift-Energie mehr. Ich hab doch einen Viking gebaut, warum schicke ich das nicht mehr? Also ein Viking hilft jetzt auch nicht so viel, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, ja, aber ein Viking ist besser als kein Viking, übrigens. Ich brauche acht Vikings. Kann Blink mal durch sein? Boah, spiel ich gerade eine Grütze. Ich hab nicht mal Sim angefangen. Seit der Gyomo nicht mehr da ist, geht jetzt bergab. Mutas! Kannst du die mal wegmachen? Genau dran. Mutas! Ist noch nicht fertig. Und ganz viel! Alles. Was ist denn mit dem Zahlröckchen? Geschafft. Die Erweiterung ist einsatzbereit. Du musst mich jetzt von meiner Unfähigkeit retten. Nicht immer zu dir rennen. So, jetzt töte ich meine Reaper. Ich will diese Reaper getötet haben. Widowmine war nett, aber leider ja, war es das dann auch. Ja, nette Widowmine ist ja auch was Schönes. Wir brauchen mehr Mineralien. Boah, ich spiele mir hier eine Grütze zusammen. Aber wir wollen ja auch nicht so hoch gerankt werden, falls wir dann demnächst immer 3 gegen 3 spielen müssen, weil ja Kiromun zurückkommt, den Goddy gemacht hat. Ich finde, wir sollten den Nergorix machen, einführen, wenn jemand einen Mitspieler dazu bringen zu quitten oder irgendwie sonst wie vergraut. Ich finde das unfair. Immer sticheln alle gegen mich und ich ertrage das immer friedlich und sticheln das sollte übrigens keine Stichelei gegen dich sein. Ich habe übrigens Raketentürme bei mir gebaut. Das gegen Jormund sollte auch keine Stichelei sein. Zumindest keine Erzgemeinde. Mein Gott, könnt ihr mal aufhören, mich die ganze Zeit hier zu attackieren? Das ist ja lame. Ich fühle mich ja schon wie ein Jormund. Wo ist denn was für die los? Vielleicht kann ich dir helfen. Dass ihr Storm kriegt. Ja, irgendwie sind alle da. Die fliegen immer weg. Genau, das ist auch mein Problem, was ich habe. Die fliegen immer weg. Ich hab nicht mal mehr ins Game gerade. Ich hab da ein paar Raketentürme für euch stehen. Die Raketentürme von Mono finde ich übrigens sehr löblich. In der Tat. In der Tat. Das sind sie. Mein Gott. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hier ist kein Platz mehr. Wir hatten hier 50.000 Gates gebaut. Bist du verrückt, Zahlrock? Sorry! Guck dir das mal an. Hier, guter Teamspieler am Start. Ich habe überhaupt keinen Platz. Ja, jetzt komm, lauft in meine Arkans, meine Freundes. Jetzt schon keine Versorgung mehr? Das tut mir fast leid. Also ich würde sagen, wir sollten mal mit dem Nichts, was wir haben, gegenpushen, oder? Also so viel Nichts habe ich gar nicht. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Guck mal, ich hab schon nichts und bin trotzdem Supply-blocked. Ja komm, push jetzt hier. Krieg nicht mal mehr das Depot gesenkt. Ich hab übrigens 68 Supply. Es leckt! Bei mir nicht. Dafür brauchen wir mehr Versorgungsdepots. Mir auch nicht. Dafür reicht die Energie. Bei mir schon! Versorgung gibt das nicht. Ach, jetzt gehst du durch die Rocks hier, machst wieder unsere Base komplett auf. Oh! Schade. Wie kommt zu euch irgendwas? Ich hab keinen Scan, haben wir einen Scan? Heidi, hast du einen Scan? Nein, ich hab keinen Scan, ich hab das keinen Scan. Das ist ärgerlich. Ich hab Scan. Ja, extrem ärgerlich. Das ist sehr gut, ich hab's nämlich verpeilt, so ein scheiß Dings zu bauen. Hinten kommen die Phoenixes. Die Basis wird und alles andere auch. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Übrigens Banshee Speed, ne? Wir können trotzdem vorne angreifen. Achso, du hast dich gerecalled. Dann können wir vielleicht doch nicht vorne angreifen. Ah,
wir greifen vorne an, Mono, wir machen das. Ja, ich würde gerne noch mehr bauen, aber ich habe keinen Platz mehr, weil Zalrock bei mir alles mit Gateways zugestellt hat. Ja, Zalrock muss halt carryen. Bist du sicher, dass das so eine gute Idee ist? Ja. Zalrock, Zalrock, er ist unser Mann. Da steht übrigens auch ein Tank. Weiter weiß ich nicht. Ich weiß. Ich mache jetzt einen risky Move. Ich mache jetzt mal was Markt. Keine gute Idee gewesen. Aber ich lenke sie ab. Na, wie weit das hilft. Wir haben halt auch sau viel Anti-Air, ne? Ich habe halt zwei Banshees kaputt gekriegt. Und ein paar Worker. Hier ist Zarok! Also vorne habe ich auf jeden Fall gecleared, die Tanks und so weiter, die da stehen. Das ist schön, jetzt kommen gleich die Banshees übrigens. Und Swarmos, geil. Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Ja, das ist schwierig. Aber du hast tatsächlich mit einer guten Tankwelle viel rausgenommen. Ja, hab ich ja gesagt, dein Ablenkungsmanöver war gut. Ich konnte hier alles clearen, aber das hilft uns jetzt im Endeffekt trotzdem nicht viel. Ich habe auch hier nichts mehr gegen Also Anti-Air. Banshees sind bis auf eine tot. Jetzt ist auch die eine tot. Jetzt sind zwei neue da. So, Zalk, du hast doch 78 Gates gebaut, ne? Brauchst du Geld, um die zu befeuern? Ja, ich habe auch eine Economy des Gegners habe ich zernichtet. Oh, da ist gerade noch ein Tank fertig geworden, bevor das Ding kaputt. Oh, jetzt sind hier leider die blöden Viechers. Wo sind meine Einheiten hin? Wahrscheinlich gestorben. Gegen Swarmhost? Nee, also die Protoss-Eco-Line habe ich. Hast du da noch irgendwas? Nee, ne? Ich habe evakuiert und bin zu Zarok. Achtung, Swarmhost, komm! Ja, deshalb war ich weggeflogen. Aber wir können doch jetzt eigentlich hier unten reinpushen, oder? Da sind Swarmhouse und Stalkers. Und ja, aber es ist doch gerade nichts mehr da. Swarmhouse sind auf Cooldown. Nicht mehr lange, aber währenddessen können wir eben hier. Also nur wenn auch. Die Ecoline da unten und den Nexus. Jetzt kommen die Dinger dazu. Ja, ich weiß, da stehen noch ganz viele Stalker vom Protoss. Die Swarmhouse sind leider auch auf Cooldown. Recall. Er bobbelt! Aber wenn du blinkst, ist es sogar noch besser. Mein Gott, ich krieg mein Geld nicht ausgegeben. So, jetzt ist er wieder auf Cooldown. Die Swarmos sind tot. Drauf, vielleicht? Hier sind noch ganz viele oben, wo wir gerade gepusht haben. Wenn die da oben sind, ist okay. Das ist ganz schön viel, was die da haben. Ja, aber ich kann nicht reparieren mit meinen Medivacs. Kann ich dich überhaupt reparieren? Ich glaube nicht. Ich täusche einfach mal eine starke Armee vor mit meinen 5 Marines, ja? Bisher klappt das ganz solide. Jetzt sind die Swarmos wieder auf Cooldown. Zurück! Der hat auch Blink! Das ist ärgerlich. Das sieht nicht gut aus für uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ach, das habe ich schon vor 15 Minuten gefühlt gesagt, als die Partie noch nicht begonnen hat. Ich brauch Gas. Hab ich nicht. Ein bisschen was kann ich dir geben. Wie ein guter Teamspieler. Oh, Heidi! Heidi! Sehr schön! Das ist meine Heidi! Das ist meine Heidi. Jetzt sind leider Brutlords mit da. Ja, oh, Idiot, die haben ja ganz viele Stalker. Wieso meine ich aber ein paar Charge-Lits? Warum rennen meine Einheiten in den Tod? Das wollte ich warum nicht. Warum habe ich keine Robo? Oh, geht weg mit der Unterstützung. Oh, es sind so viele Fragen, die einen Zarok bewegen. Arken? Ich gehe jetzt auf Arken-Sellet. Ich habe gehört, Marines sind gut, oder? Ging alles. Ja, immer gut. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Dafür brauchen wir mehr Gas. Jetzt schon keine Versorgung mehr? Die Storm bringt halt gegen die Army Kompetenz. Oh shit, wie kommen wir denn da hin? Gar nicht. Gar nicht. Ja, gut. Wir pushen unten, Zarok. Ohne mehr Versorgung gibt es. Dann mach das mal. Ich laufe mal ein Stück zurück. Also push. Versuch mal irgendwo weiter hinten zu verteidigen. Das ist nicht zu wenig, da kriegen wir.
Die T's in der Armee übrigens. Aber ich habe noch einen Scan. Ich denke, die Bloodlords kommen gleich zurück. Aber es ist ein sehr guter Fight, den wir hier nehmen. Kann man hier noch ein paar Corruptor rausnehmen? Ich konnte doch nicht rausnehmen, aber wenigstens anschließen. Swarmhorst oben. Okay, Swarmhorst, komm. Hast du Storm? Nee, ne? Leider nicht. Ne? Geh ein bisschen weiter nach unten, nach unten, nach unten. Ist egal. Sind die Bloodlords halt da? Damit ist ein Rückzug sehr, sehr schwierig. Brutlords sind ein bisschen behindert gerade. Aber wenn wir sie da rauslocken können. Ist okay. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Bist du jetzt bald mal fertig? Ja, ich dachte, du kommst mit. Nee. Nee, ich meine auch mein Warp Prison. Vielmehr. Kann er jetzt mal hier hinfahren? Zahorg, wir hätten die abräumen können, aber du warst ihn beschäftigt. Mach ich derzeit jetzt auf der anderen Seite nur wieder ein bisschen Stress. Das ist gut, weil in der Mitte sterben wir gerade. Weil Zahorg Gemackbrot hat. Ich habe übrigens kein Income mehr gefühlt. Uns fehlt Energie. Unsere Mineraliencluster gibt nichts mehr. Aber jetzt sind die Bloodlords wieder da. Ich habe keinen Scan. Wenn da die T's in der Armee sind, dann ist das sehr ärgerlich. Oder oh, wir haben Storm. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir brauchen halt dringend eigentlich eher. Wo sind die Void Rays von Yormund, wenn man sie mal braucht? Wir haben aber keine R. Jetzt kommen die Swarmhosts wieder. Nee, unsere Bloodlords. Ja, mein ich so. Ich hab nicht mehr so viel jetzt, ne? Ja, das ist gar nichts mehr. Ich auch nicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich kann halt nur Marines. Ich hab nicht mal Upgrades für meine Marines, ne? 1-0 hab ich. Ja, komm. Ich glaube, wobei Heidi macht doch nochmal. Heidi macht das schön, wenn wir auf verschiedenen Lanes pushen. Aber ich habe halt gar nichts mehr. Unsere Verbündeten werden nicht. Nö, diese dicken Tore, mehr. Die kommen natürlich auch nicht weg von den scheiß kleinen. Die Swarmhaus machen mich kaputt. Es kommt nichts weg vor Swarmhaus vernünftig, wenn sie gelandet sind. Ja, aber die sind halt auch so fett und müssen leider um jede kleine Lücke einfach nochmal extra. Du willst keine Marines spielen. Marines sind immer toll. Nein, in diesem Fall sind Marines eigentlich ziemlich scheiße. Trotzdem spiele ich sie. Ich glaube, wir haben verloren. Ach. Echt? Ja, komm. GG! Hey! Wir haben einen guten Kampf geliefert, Leute. Das hat keinen Spaß gemacht. So, haben wir noch eine. Ich will die endlich ein bisschen schneller halten müssen, glaube ich, weil die war jetzt 17 Minuten. Eigentlich darf die nächste Folge maximal 8 Minuten werden. Das wird schwierig. Ich gerade will keine wieder meine Remarines bauen. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Ich weiß aber auch noch nicht, was ich bekomme. Real Madrid wirft Paris aus der Champions League. Das wird die Bayern freuen. Naja, als ob die Bayern irgendwie eine Schnitte gegen Madrid haben. Eigentlich war es aber auch nur der lilane Spieler, der so gut war. Ja gut, es reicht ja auch bei Dingens hier, bei Counter-Strike ist es ja genauso, es reicht nur ein Hacker. Dann weiß der Rest des Teams ja auch Bescheid. Der war halt Master 2, ne? Bei der 10-Minuten-Marke war Zahlrock richtig krass. Also Lila war Master 2. Das sind die gleichen. Ja, Master Schmaster. Das ist uncool. So, was müssen wir machen? Das ist die gleiche Map. Wir brauchen jetzt eher eigentlich. Und ich muss ein bisschen besser spielen. Ich bin Starkraft 2.com. Ja, ich bin wieder Terraner, ich kotze. Okay, ich gehe auf R. Auf Phoenix into Carrier wahrscheinlich. Du willst mir also sagen, ich soll auf Battlecruiser gehen, oder? Nee, du solltest nicht auf Battlecruiser gehen. Bau erstmal Bio-Armee, während Heidi auf Tore geht. Okay. Okay. Und Heidi, bist du einverstanden mit dem energischen Plan? Jop. Und möglicherweise sagen, musst du einen Switch machen auf Vikings. Also gut. Mit zwei Starports, viele Vikings-Pumpen. Aber das kommt ein bisschen darauf an, was jetzt kommt, wenn wieder Swarmhorst kommen. Was spielst du denn dann eigentlich am besten? Tanks? Ja, spiel mal Bio-Tank erstmal. Wenn wir sehen, dass sie wirklich auf Mars Air gehen, dann musst du allerdings die Tanks natürlich nicht ad acta bauen. Legen. Weil dann wäre es scheiße. Also wir müssen ein bisschen auf... Nein! Doch. Du solltest doch das Gate dahin bauen. Ach, Nergorix. So.
ohne Guillaume. Ich hab meinen Satz mal nicht beendet, ne? Hätten wir Guillaume und White Race gehabt, wäre alles kein Problem. Ja, und wir vermissen dich. Komm zurück. Jungen ist aber auch einfach ein überragender Teamspieler. Jetzt stichel nicht so, wir wollen ihn doch zurückhaben. Aber wie gesagt, falls ihr auch Guillaumon zurück wollt, ein Herz für Guillaumon, gerne in die Kommentare. Ein Herz für Guillaumon. Boah, dieses Ding in der Mitte macht mich wahnsinnig. Ich denke immer, ich kann da nicht drauf bauen. Oh Mist. Ich will Worker bauen, ich darf aber nicht, weil ein Orbital baut. Strengheit wollte ich gerade sagen. Frechheit. Strengheit? Wie komme ich denn auf Strengheit? Pass mit dem Reaper vorne auf, ne? Die sind gut. Scheiße. Ist nicht mein Ernst. Oh, ich habe meinen großen Fehler gemacht, den ich vor ein paar Folgen schon mal gemacht habe. Ja, ist egal. Müsst ihr ja nicht wissen. Okay. War alles so geplant, Leute. Ich habe nicht verkackt. Alles gut. Wäre gut, wenn kein früher Push vom Gegner kommt. Muss dich auf den Thron konzentrieren. Sehr gut. Da ist der Reaper vom Gegner. Ja, wenn übrigens der Reaper zu mir kommt, ist nicht so gut. Baust du die beiden Marines bitte, Zarok? Nicht, dass wir gleich tot sind. Danke. Unsere Verbündeten werden alle, ja, das ist schade. Aber manchmal ist auch. Ist denn der Zone auch da? Ist aber schade, oder? Dafür reicht die Energie nicht. Ich weiß nicht, was dieses. Das ist aber schade, denn sein sollte. Okay, bei mir ist ein Reaper. Ja. Oh, nein! Oh, ah! Es hat funktioniert. Du hattest ihn schon mal surrounded, hast den Surround dann wieder aufgegeben und dann. Ja, weil ich dachte, ich hätte ihn nicht getroffen und dann wollte ich nochmal hinterher und dann habe ich gemerkt, oh Scheiße, der war doch getroffen. Und dann. Oh, da ist ein neuer Reaper. Der hat natürlich mit Double Stargate komplett gescoutet sofort. Ich bin die ist ja auch noch. Achso, ach so, die ist in die Zange genommen. Oh, Linge. Ganz viele Linge. Okay. Reaper tot. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier an der Ramp hier versammeln. Und die Linge, ja, die Echse können wir sowieso nicht halten. Bitte alle hier hin. Und du musst liften, Heidi. Lifte das Command Center einfach. Wie Uschiglas, ganz einfach. Lifte das Command Center. Ich finde schön, wie Zarok einfach zwei Mules gerade da wirft, direkt neben dem Fight. Ja, du kannst ruhig da schweben bleiben. Du musst nur, Ja, ich wollte nur wenigstens ein Ministück irgendwie zurück. Nicht, dass da, keine Ahnung, irgendwas kommt. Das fängt nämlich direkt an zu brennen, glaube ich, hier, oder? Das hat nicht nur so viel Life. Get alive. Uns fehlen Mineralien. So, können wir den Logger wieder nehmen? Ja. Das muss der große Nemorix entscheiden. Heidi, was machst du da? Ja, ich hab mich da schon mal gefragt. Das ist meine! Jetzt bin ich da dran. Du kannst die andere nehmen. Tut mir leid, Nemorix, ich muss leider ohne Expansion spielen. Jetzt mir wurde meine nämlich geklaut. Aber jetzt kommt schon wieder dieser Ö-Mode. Die hat Jomo dazu gesagt, das Spiel zu verlassen. Landne doch! Das gute alte Landne. Oh, jetzt sind oben Linge. Bei uns in der Wall. Habe ich noch ein Gate? Teleportation erfolgreich. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch keinen Stim. Aber das war gut, Nergorix. Ich wäre gern mit ihm befreundet. Sie bleibt doch für mich auch. Guillaumon. Wie mache ich denn jetzt hier? Heidi, ist es erlaubt, dass ich die Echse da unten jetzt befeuere? Alter. Darf ich da hin, ja? Ja, darfst du haben. Ah, hier ist auch noch offen. Wo hier überall bist offen du dir sicher? Ja. Dann kannst du auch mal abbauen, aufhören, da an meinen Mineralien abzubauen, übrigens, Zarok. Das wäre doch auch mal was. Guter Teamspieler, der Zarok. Baut bei mir die Mineralien ab. Fast so, als hätte er da mal eine Echse gehabt. Ja. Ja, aber hört auch einfach nicht auf. Die beiden, die fahren da munter weiter. Wie sollen denn da? Unten. Mit Hydras inzwischen.
Oben auch bei uns. Warum habe ich so wenig Ressourcen? Also weil meine Natural immer noch nicht vernünftig läuft. So ist das nun mal mit Hightech? Diesen Spruch habe ich ja noch nie gehört. Die sind oben bei uns drin, Nergo. Mit Tanks und so weiter. Sind sie halt auch. Sieht schon schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Ich habe halt darauf gehofft, dass sie das gleiche spielen wie gerade eben. Unten ist übrigens nichts mehr. Ja. Dafür sind sie oben drin. Mach das gut. Ah, jetzt greifen sie hier gegenseitig an, oder was? Ah ne, du hast die geliftet. Ich dachte schon, die greifen sich gegenseitig. Ja, aber es war nicht so erfolgreich, wie ich es gerne gehabt hätte. Was war das? Was ist das? Kommst du nach oben zurück? Wir werden da gerade getötet. Da hat immer einen Tank bei uns. Ich bin leider nicht mehr weg. Ich habe auch gleich keine Barracks mehr. Ich kann gleich nichts mehr bauen. An Einheiten. Ne, das war's. Das ist schon wieder nicht gut für uns. Heidi, wenn du angreifen würdest, könnte mein Tank überleben. Nee, ich stehe da direkt neben dir. Ich laufe doch nicht in die beiden Tanks da alleine rein mit den paar Einheiten. Ja, ja, jetzt bin ich auch dran, aber nicht alleine. Unten wieder. Lurker. Wenn wir jetzt die geomonische Aufklärung hätten. Ich kann was aufklären. Wo, was, wie, wer? Ja, es sind aber verteilte Lurker. Lurker sind tot, aber meine Armee deshalb auch. Ich hab halt schon wieder keine Echse. Jetzt kommen sie wieder oben. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Tötet wenigstens diesen einen Tank. Die Genugtuung ist mir noch gegönnt. Immerhin. Ja, das ist over. Ich habe kein Inka mehr. Meine Main war leer. Zaug hat aber gute Armee, muss man sagen. Naja, aber was soll's. Zerg ist tot? Ja, du gewinnst das noch für uns. Ich vertraue da auf dich. Das war's aber jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wird der Folge. Ey, der zieht tatsächlich nicht so schlecht aus. Ich habe reingedroppt zum Gegner. Macht's und der gut. Stirbt hier. Tschüss. Gerade.